Ein unverwechselbarer, ob seines unbekümmerten Auftretens, seiner drastischen Ausdrucksweise und nicht zuletzt seines unverfälscht erhaltenen Zwickauer Dialekts. Sei vor dir. Bewegung, Peter. Wieder Bewegung machen. Die 9 Jahre, die er die Mannschaft führte, waren Dynamos bisher erfolgreichste. Sind Sie mit der Mannschaft gut ausgekommen? Ich möchte sagen, gut ausgekommen, ja. Dennoch sei es manchmal nein, das ist ganz natürlich. Denn wenn ich als Trainer fordere, kritisiere, und der lässt sich gern kritisieren. Sie sind ja jetzt seit über 30 Jahren Trainer und in erster Linie ein erfolgreicher Trainer. Aber Sie sind, glaube ich, in der ganzen Zeit auch bekannt als harter Trainer. Muss ein erfolgreicher Trainer auch ein harter Trainer sein? Weshalb bezeichnet man Sie als einen sogenannten harten Trainer? Ich möchte sagen, dass der Name Harter Fritsch nach meinem Wissen gekommen ist, dass ich Forderungen gestellt habe, sportlichen Lebenswandel, hohe Trainingsdisziplin, hohe Trainingsbereitschaft, dann im Training die taktischen Aufgaben zu erfüllen, zu erlernen, anzuwenden im Spiel erfolgreich. Und ich möchte sagen, ich war mitnichten zufrieden. Dies war der Augenblick des Abschieds für Walter Fritsch. Dynamo war zum 3. Male hintereinander Meister geworden. Er schied als erfolgreicher. Künftig wird er seine Kenntnisse dort anwenden, wo der DDR-Fußball sie streng genommen am nötigsten braucht. Als Berater bei der Sichtung und Betreuung von Nachwuchstalenten.